Ja, hallöchen, mein Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Together Endzeit. Ja, das ist mal war ja Cloud dran gewesen und hat jetzt ein neues Partymitglied Fragezeichen dazu bekommen oder nicht, ich habe keine Ahnung. Mysterium des Orients, Einzelangriff mystischer Herkunft. Ja, ich finde es übrigens toll, dass du es nicht mal angeguckt hast, was sie können. Hausfrau kann beim Kochen eine zufällige Zutat übrig behalten. Eier. Abstinenz, Nachteil, wird bei Alkoholgenuss von Reue befallen. Okay, so. Und die hat auf jeden Fall eine Waffe. Das ist die Angriff, Nudelholste Einebnung. Streichschutz können wir auf jeden Fall dir mal geben. Weil das braucht die Kopftuch für Zierschutz, eine Hut für Frauen. Und das können wir auch nicht entfernen. Mantel, plus 20 Schutz, Körper, Einhüllung, G7er Länge. Das kann man, könnte man theoretisch gegen die Jeans austauschen. Aber ich erst mal gucken, ob irgendwelche anderen Leute die Jeans eher gebrauchen können. Und zwar, was für eine Jeans? Du hast schon was Besseres, dann gib mir die Jeans. So. Und hier einmal den Schraubenschlüssel. Das ist schön, wenn man die Schmierschmecken irgendwie loswerden könnte, irgendwo. So. Minus 5 Flinker, Schutz vor Wasser. Okay. Das hat sich auch keiner angeguckt. Bisher. So, und zwar wollte ich jetzt erstmal gucken. Wir können doch jetzt, glaube ich, noch Sachen craften. Neu, ja? Meine ich. Und zwar. Genau. Immun gegen UFO-Strahlen, was nochmal das werden soll. Bohrkopf. Hauptbestandteil des Tunnelbohrers bis 500 Papp Rollenmeißel, Schädelmesser. Kann haben wir glaube ich beides nicht. Handwerk mindestens 350. Und hier 50 Schutz, Alter. Auf jeden Fall. Nee, mindestens 300 Handwerk. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was hatten die für ein Handwerkwerk eigentlich? 79. Naja, hier ist nicht so. Aber auf jeden Fall theoretisch. Wenn ich ja mal irgendwo das sehen würde, den zusammengerechneten. Also, was ich cool gefunden hätte, wäre irgendwie noch so, keine Ahnung, sieht man in der Maus, hier irgendwie noch so ein Feld oder so, wo steht, was wir von Handwerkswert haben. Das wäre irgendwie noch cool gewesen. Also, Retry, wenn du mal wieder in irgendein Spiel so ein System einbaust, mal irgendwie und dann halt so ne, auf so einen Wert das passierst, schreibt irgendwo hin, dass man auch immer sieht, was man gerade für einen Wert hat mit allen. Dass man halt weiß, wie viele noch fehlen und so. Und ich jetzt muss ich hier manuell zusammenrechnen, was ich denn habe in Handwerk. Was halt irgendwie ein bisschen blöd ist, aber gut. So. Aber anscheinend ist die jetzt wohl ein Partymitglied, so wie ich das irgendwie sehe. Und ist auf jeden Fall politisch absolut nicht korrekt, wie die dargestellt wird. Also nicht dargestellt, sondern wie mit ihr teilweise umgegangen wird, ist politisch nicht korrekt. Ist mal ehrlich gesagt kackegal. Ich wollte es nur anmerken. Ich glaube, wenn das auf Twitter bekannt werden würde, dann würden sich hoffentlich solche Social Justice Warrior drauf stürzen. Weil ist ja kacke und so. Ja, kannst du mir ich weiß gar nicht, ob ihr die Videos gerade wirklich so mega aktiv guckt, mal fragen. Treibstoffkanister. Kann man die einfach alle reinschmeißen oder nicht? Weil, wie gesagt, ich habe schon eine Menge nachgeguckt, es scheint nur EP zu geben. Es geht keine andere Variable hoch, die irgendwie dafür sorgen würde, dass irgendwas hier passiert. Wird die Basis größer mit Story-Fortschritt oder mit irgendwelchen Sachen, die wir bauen oder indem wir hier Treibstoff reinkippen. Weil es hieß am Anfang, dass wir je mehr Treibstoff hier reinkippen, desto mehr könnte damit der Basis passieren. Ich meine noch,
nicht zu erinnern, dass in Episode 1 da was zu erzählt wurde, gelabert wurde, wie auch immer. Und ich würde da gerne wissen, ob das so ist, ob man die sich aufheben sollte oder ob man die einfach für EP reinschmeißen kann oder nicht. Weil wenn es nur für EP ist, finde ich das irgendwie ein bisschen blöd, die dann alle zusammen nur für EP. Aber na gut, so, was sagst du eigentlich? Heike, kommen Sie mit Ihrer Veränderung zurecht? Captain, ich weiß Ihre Sorge wirklich, wirklich zu schätzen. Da steckt irgendwo ein Aber, richtig? Sir, jawohl, Sir. Nun zu, sprechen Sie offen, Heike. Aber hören Sie verdammt nochmal auf, mich bemuttern zu wollen. Ich bin kein greinender Hippie, der ständig getröstet werden muss, weil sich die zarte Seele ein Bläschen gelaufen hat. Also Routine im Umgang miteinander? Wäre mir am liebsten, Captain. Okay. So, was sagt denn eigentlich unser Inkström jetzt hier noch? Hier können wir ja eben noch was, ein einfacher Medizinator. Doch fortan sei Medizinator mit der ersten Aufwertung. Der Medizinator wurde um die Adrenalinspritzenausgabe erweitert. Oh, ein Glück. Na endlich. Oh mein Gott. Okay. 80 Papp. Okay. Dann würde ich mal sagen. Nicht Heilung, ey. Also. Das, wir haben relativ viel von dem kleinen Kram, was halt echt nicht mal so viel bringt. Und viel zu wenig von dem mittleren großen Kram. So, ich würde mal sagen, ich werde mal 3 Adrenalinspritzen herstellen. Bin mal so frei. Ach da, 3 Stück. So. Und dann haben wir jetzt 5 Stück. So. Kostet zwar ein bisschen was am Pop, war was soll's. Nun, Inkström, wie fühlen Sie sich unter dem Schirm meiner Weisungen? Ja, das hat man schon gehabt. So, ist eigentlich hiermit. Sie sagen es gerade so. Das ist nichts Neues, okay. Alles klar. Na gut. So. Ja. Dann würde ich jetzt mal sagen. Also. Ich wollte jetzt noch eine Sache besorgen. Und zwar hat Laut. Gott verdammt. Nämlich eine Sache vergessen bei den werten Herren. Waren die Dingsbums? Den Bauernhof da rechts. Hier. Wo der Bauernhof da? Und zwar, das wusste er wahrscheinlich gar nicht mehr, konnte man hier nämlich, irgendwo war das, konnte man nicht was eingeben. Und zwar muss ich mal eben kurz im Gebäude nachgucken, genau das Wort war, was man da eingeben musste. Und zwar, Gartenkralle, das schreibe ich mir eben kurz auf. Jetzt sprechen hier das Ding. Wenn man übrigens ein irgendwann eine Aufnahme hören sollte, es gab einen Download, der läuft, aber läuft noch eine halbe Stunde. Also werde ich einfach noch bis die Zeit aufnehmen. Garten. Alle. So, und hätte eine Katze. Oh, Entschuldigung, gehen. Genau, und hier oben rechts hat er auch eine Sache untersucht. Ja. Welcher Hypochonder hat denn eine Adrenalinspritze im Nachttisch liegen lassen? Nicht fragen, einfach nehmen. Die haben mir jetzt übersehen. Und die brauchen wir, also bei den Kämpfen jetzt momentan brauchen wir die echt. Also. Den Kampf jetzt letztens gegen die Familie fand ich okay. Auch wenn schon wieder so, ich hoffe, dass die einen begrenzten Pool an Energie haben und dass die diese Heilung nicht unendlich oft spammen kann. So in manchen anderen Spielen. Das wäre nämlich echt ein bisschen kacke. So, wann das ist nochmal gewesen. War das hier irgendwo?
Ich weiß, dass das hier auf jeden Fall irgendwo war. Ich weiß bloß nicht mehr genau. Ah, da. Ein Bauplan, wofür? Kann das jemand lesen? Ja. Entschuldigung. Kralle. Gartenkralle. Natürlich, dank des Tipps ergibt das gekriegte Sinn. Bauplan für die Gartenkralle erhalten. Okay, also das ist ja nicht im Tag, aber im Tag können wir mal eben die Ortschutzreserve aufmachen. Hundefutter, Schleppel, kleine Heilung. Damit er sich freut, eine gepflegte, gut gelaunte Frau um sich zu haben, Salbenzauber, eine kleine Heilung. Okay, zweimal kleine Heilung. Na gut, aber sonst nichts. So, dann gucken wir jetzt mal eben ganz kurz, was die Gartenkralle macht. So. Und dann war ja noch ein Sektor 2, was ich noch was erledigen sollte. Jetzt, wo ihr Wasser löschen könnt. Jetzt, wo wir Feuer löschen können, so. Man muss dazu wissen, dass ich heute schon Jimmy in der Prosthetic Mess aufgenommen habe. Eine Dreiviertelstunde und deswegen bin ich vielleicht ein bisschen durch. So minimal. Vielleicht. So, was macht denn diese Gartenkralle da? Was ist... Oh, das ist Handwerksding. Das ist natürlich geil. Machen wir mal 4 Stück. Hä? 2, 3, 4. Da habe ich jetzt heute viel Pop verbraucht, ey. So, Gartenkralle. Werkzeug und Labseil für die Handgelenke. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall das da. Die Schraubendreher und so ein Kram. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch so ging oder irgend so ein Ding, wo man vielleicht Sachen wiederverwerten kann oder so. Bei so eine Art, keine Ahnung. Ich nenne es einfach mal Dissolver oder so. Also so eine Art Zeug. So, ne? Wie man es halt auch so Survival spielen kennt, dass man halt so Dinge auseinander wieder nehmen kann und so für Material. Ne? Das wäre ganz cool. So. Speichern Sektor 2. So ist die Frage, wo war jetzt was? Ich habe keine Ahnung mehr. Wir haben, glaube ich, schon alles gelootet. Wir haben auch schon alles gelootet. Die hatte ja halt was weggesprengt. Wo ich auch nicht ganz so weiß, ob das so intelligent war. Ja, okay. Aquariker löscht das Feuer und hält den EP. Hatte er. Oh Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mir fällt gerade was ein. Wir dürfen jetzt nochmal jeden einzelnen Ort besuchen und gucken, ob wir da mit Feuer, ob wir da Feuer löschen können. Moment mal, hier haben sich Sachen ver... Ach nee, das war die mittlere Arme noch. Moment. Hier stand noch meine Feuerdingens. Das ist neu, oder? Warte mal. Sir, soll ich nur für 250 Papp die Blockade wegbasteln? Ja, okay, mach halt. Hast du gehört, Blockade? Dein Ende wurde beschlossen. Krümpelspenstiges Widerling. In den guten alten Tagen hätte ich dich mit den Schätzchen des M79 beworfen. Plopp, kabumm, Granatrichter. Heute müssen wir etwas improvisieren. Schätze mal, das hier verschafft dir auch einen guten Abflug. Schon so gut wie Totholz. Elka, ihre Idee hat Ratatonk. Danke, Sir. Okay. Ausgezeichnet, Elka.
Schwebe in Fortblockade und künde der Welt von Helden, die sich mit Einsicht und Bedacht ihre Wege bahnen, wofür ihnen 10 einzeln abgezählte EP ausgehändigt werden sollen. Da gehe ich jetzt aber noch nicht rein. Ich bin hier falsch. Merke ich gar nicht ganz. Es war ja die Tankstelle, wo das Feuerding hier gestanden hat. Da, hier, guck mal da. Aquarium gelöscht, das soll jetzt 10 EP. Ja, okay, wir dürfen jetzt nochmal echt mit 10 EP jeweils alle Feuersachen abklappern. Geil! Und ich mach's wahrscheinlich auch noch, weil ich einfach so unverbesserlicher. Kann man das Ding eigentlich auch irgendwie auseinander? Nee. Schade. Schade, Schokolade. Das ist auch nix, na gut. So, das heißt, wir müssen mal alles durchgehen, gucken, ob irgendwo noch irgendwelche brennenden Fässer und so ein Scheiß dastehen. Was liegt denn da eigentlich da oben? Okay. Gucken wir irgendwo noch. Warte mal, da ist irgendwas, was noch nicht. Ach, das ist das mit der Zahlenschlusskombination. Ja, okay. Die Frage, wie kriege ich das raus? Ein abgegriffenes Notizbuch und einige selbstentwickelte Rezepte. Also das war das, was man ja nicht brauchen konnte. Ja, ist ja gut. Gott, wenn ich jetzt hier wüsste. Das war ja auf das Kistenschieberätsel, wenn ich mich richtig erinnere. Da waren Leute gefangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ja das wissen soll. Wenn das irgendeiner noch mal machen will, hier ist noch ein Zahlenschloss-Rätsel. Einfach vielleicht mal gucken. Ich gucke einfach mal, ob hier noch irgendwelche brennenden Fässer oder sowas sind. Die würde schon können, wenn wir noch ein bisschen EP kriegen. Da zum Beispiel ist Feuer, das könnte man eventuell löschen. Stimmt, da konnte man doch nicht rein, oder? Kann das Heike auch löschen? Ist die Frage jetzt. Irgendwie so. Da zum Beispiel. Ach nee, das ist einfach nur. Okay. Da. Alkohol gelöscht, das wohl. Er kann tatsächlich. Rumschaft, Frakenschließer. Niemand müden Geistes bedenkt der offene Fragen. Mögen sie auch nur so lange zurückfliegen. Dann kehrt er zurück und löst den Fall. Ich habe es nicht ernsthaft. Oh mein Gott, Hilfe. Das ist ja ernsthaft. Okay. Das ist ja ernsthaft, genau. Das ist ja ernsthaft, okay. Die an, Porzellanhunde brennen nicht. Aber glücklicherweise klirren sie unter Gewalteinwirkung. 5 WP. Okay. Nein. Nein. Doch. Die gesamte Schokolade ist geschmolzen. Okay. Danke für deine Gabe, Schuttaufen. Wert 30 Papa. Okay. Voll distinguierter Missbilligung blickt der Diener noch im Tode auf die ruchlosen Machenschaften des unselig im Quartier der Lakaien wütenden Brandes. Oh, und er trägt eine wirklich edle Armbanduhr. Wert 5 Papa. Die ist nicht geschmolzen im Feuer. Okay. Na gut. Hier ist nix. Kapitän Atom wühlt aus der Asche einer einst ansehnlichen Kommode einen Wecker vor. Wert 5 Papp. Was ist das? Quasi ein paar Papp. Okay, na gut. Immerhin. So, gab es hier irgendwo noch. Ich weiß nicht, waren wir hier schon unten? Ich glaube, unten waren wir noch gar nicht, oder? Du wolltest diese. Achso, nee. Du? Die doch, daran erinnere ich mich. Ja, ja. Eine Weile später. Eine ganze Weile später. Ja, ja. Das, daran erinnere ich mich. Irgendwie so. Halb. Hier ist aber sonst auch, glaube ich, nichts mehr. Gefühlt zumindest. Ah, wir haben nochmal 35 Papp oder sowas rausgeholt. War 40.